Hallöchen, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Darksiders. Wir haben das letzte Mal uns schön vorgekämpft, haben richtig viel Action gehabt. Und nun stehen wir vor der Bosstür. Unser Bekleider schaut uns an. Und wir holen unsere große Fliegenklatsche raus und besiegen sie. Mich also mit deiner Gegenwart, Reiter. Es gibt so viele Geschichten über dich. Du hast drei der Auserwählten getötet, ihre Herzen genommen, beunruhigend. Bist du deshalb gekommen, um die letzte Turmwächterin zu erschlagen, um mein Herz zu holen? Hat Samael dir erzählt, warum wir sein schmutziges Blut in uns haben? Warum diese verfluchte Macht in unseren Herzen schlägt? Es ist nicht der Turm, den die Auserwählten beschützen, Reiter. Unsere Aufgabe ist es, Samaels Rückkehr um jeden Preis zu verhindern. Du kannst mich töten und mit meinem Herzen zu Samael zurückkehren. Aber er ist eine viel größere Bedrohung als alle Auserwählten zusammen. Ich bin nicht gekommen, um deinen Rat zu hören, Spinne. Oder deine Geschichten. Meine Kinder werden zur Musik deiner Schreie tanzen. Bäh. Ekelhaft. Boah, verdammt, die kann sich teleportieren. Alter. Alter. Alter! Ich kann gar nicht so schnell ausweichen wie die. Wow! Wow! Das ist echt nicht leicht, Leute. Wow, 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 wow. Ah, ich weiche immer in die falsche Richtung aus. Das ist echt nicht leicht, Leute. Alter! Du bist ein Narr, du Samael vertraust. Das ist, Leute! Ah, verdammt, falscher Knopf. Alter! Alter! Ich krieg noch Albträume bei dem Boss. Du bist
Wow. Hat es auch mal endlich mal Ende? Oh, Leute. Sie wird wütend. Ich habe das Gefühl, wir haben es bald. Ich will jetzt nicht sterben. Ich habe das Gefühl, wir haben es fast. Das wollte ich nicht. Oh, ein bisschen Lebensenergie. Nein! Uah. Vielleicht bringt's ja was. Und jetzt nur noch schnell abhauen. Nein. Die ist leer. Ah, Mann. Aber an sich war's okay. Nur habe ich jetzt noch weniger Leben als vorher. Ja, kann ich das nicht irgendwie überspringen? Du ehrst mich also mit. Na doch. So ohne Lebenssteine ist es echt schwer. Ich wollte eigentlich daraus Lebensenergie ziehen. Och Mann. Du musst einen Weg finden, dich ihr zu nähern. Ich habe halt einfach viel zu wenig Zeit und ich werde jetzt immer hektischer. Ganz ruhig, Simon, ganz ruhig.
Der Boss ist nicht schwer, nur sehr, sehr nervig und sehr, sehr hektisch. Wo ist er denn jetzt gerade? Das ist, wenn man Lebensenergie holen will eigentlich. Ah, immer wenn ich anvisiere, dann kommt sie. Ah. Und du bist ein Narr, zu glauben, dass ich ihm vertraue. So. Solange ich noch kann. Weil in der Zeit macht sie mir keinen Schaden. Verdammt. Kaum getroffen. Oh nein. Willst du mich verarschen? Was passiert da? Und ich habe gedacht, wir halten sie fast. Oh nein. Ach, verdammt. Moment mal, wir haben doch da das Ding hier. Steinhaut-Info. Kriegsfleisch verhärtet sich, um die Angriffe der Feinde verursachten weniger Schaden. Seine eigenen Angriffe werden jedoch wirkungsvoller. Das werde ich jetzt aktivieren dann. Wie ging das nochmal? Ne, so nicht. So, genau. Gut. Das werde ich jetzt mal aktivieren und hoffen, dass es besser läuft. Ja, 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 ich will es überspringen, bitte. Dankeschön. Verdammt! Ich hatte aus Versehen die Waffe gewechselt, ohne dass ich es wollte. Wie lange hält die Steinhaut eigentlich? Wahrscheinlich nicht lang genug. Also ganz ehrlich, der Boss macht aggressiv. Erstens ist es sau hässlich. Und zweitens sehr nervig. Versuche jetzt mal ein bisschen gechillter auszuweichen. Denn ich muss nicht immer panisch weglaufen. Sie bietet mir eigentlich immer genug Zeit zum Ausweichen. Oh, jetzt kommt das. So, und jetzt wüsste ich gern, was ich hier machen muss.
Den Dingern muss ich irgendwie ausweichen, oder? Da habe ich gerade RT gedrückt gesehen. Ah, Mann. So, jetzt aber. Es war mir ein Vergnügen. Herz des Auserwählten. Samael benötigt diesen Gegenstand voller mächtiger magischer Essenz, Energie, um Zugang zum schwarzen Thron zu haben. Lebenstein. Und der ist sowas von nötig. Ah. Samael wartet schon auf das letzte Herz. Glaubst du, er lässt dich lang... Alter, war das heftig. Und ich würde sagen, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.